Einsatz mit der Feuerwehr. Solange er denken konnte, wollte Benny Feuerwehrmann werden. Er wollte die Bürger seiner Stadt beschützen und Feuer löschen, wo immer es brannte. Eines Tages lag Benny nach der Schule mit seinem Hund Blitz auf dem Bett und malte Feuerwehrautos. Da platzte sein Vater ins Zimmer. Benny, erinnerst du dich an den Aufsatz, den du letzte Woche geschrieben hast? Fragte er. Natürlich, antwortete Benny. Dein Lehrer hat ihn bei einem Wettbewerb eingereicht, erklärte sein Vater. Und deine Geschichte hat einen Preis gewonnen. Du bist der Ehrgast bei der Eröffnung der neuen Feuerwehrwache heute. Benny sprang sofort vom Bett auf. Worauf wartest du, Papa? Rief er. Los geht's. Wenig später stand Benny vor der neuen Feuerwehrwache. Er bewunderte den modernen Hubschrauberlandeplatz, die Sirenen und die glänzenden Stangen, an denen die Feuerwehrleute blitzschnell zu einem Einsatz rutschen konnten. Feuerwehrmann Hauptmann Bart begrüßte Benny an der Pforte. Freue mich, dich kennenzulernen, Benny, sagte er. Wir haben heute etwas ganz Besonderes mit dir vor. Bennys Herz begann schneller zu schlagen. Möchtest du mit der Truppe an unserer allerersten Fahrt mit dem neuen Einsatzfahrzeug teilnehmen? Fragte Hauptmann Bart. Na klar, rief Benny. Die Fahrt war noch aufregender als alles, was Benny sich hätte träumen lassen. Die Straßen flitzten vorbei, während das rote Fahrzeug durch die Stadt sauste. Da erwachte plötzlich das Funkgerät Kinster zum Leben. Feuerwehrtrube Alpha. Im Museum ist einen Großbrand ausgebrochen, quietschte die Stimme. Wir haben keine Zeit, dich und Blitz zurückzubringen, sagte Hauptmann Bart zu Benny. Halt dich fest! Als sie mit quietschenden Reifen vor dem Museum hielten, sah Benny Flammen durch die Fenster lodern. Zum Glück stand außen auf einem Schild: wegen Umgebauarbeiten geschlossen. Niemand ist in Gefahr, aber die Ausstellungsstücke könnten zerstört werden, rief der Hauptmann. Jetzt kamen das Feuerwehrmotorrad und der Feuerwehrgeländewagen an. Das ganze Team war hier, um einzugreifen. Feuerwehrmann Toni und Feuerwehrmann Tim warfen ihre Motorsägen an. Mit lauten Brummen sägten sie die Tür auf. Sie mussten hinein, um das Feuer im Innern zu bekämpfen und die Ausstellungsstücke zu retten. Während sich draußen Feuerwehrmann Albert und Feuerwehrmann Alex damit abmühten, den Schlauch auszurollen, wandte sich Hauptmann Bart an Benny. Wir haben einen Mann zu wenig. Du musst uns mit dem Feuerwehrschlauch helfen. Schaffst du das? Fragte er. Bennys Mund wurde trocken. Was für eine große Aufgabe. Aber er nickte und rannte auf die Feuerwehrleute zu, um zu helfen, den wild gewordenen Schlauch zu bändigen. Da kam ihnen eine Idee. Was, wenn er sich einfach auf dem Schlauch warf? Obwohl der Schlauch unter Benny bockte, hob Hauptmann Bart den Daumen, den er bekam, ihn langsam und kontrollte und richtete das Wasser auf den tobenden Brand. Das Feuer loderte noch einmal auf, doch nun hatte die Feuerwehr alles im Griff. Dann tauchten die Feuerwehrmänner Tim und Toni aus dem Gebäude auf. Hey Benny, das ist aber mal ein verrückter Hund, bemerkte Feuerwehrmann Tim, während er mit einer ägyptischen Mumie vorbeiging. Benny rutschte das Herz in die Hose, als er sah, dass Blitz den Feuerwehrleuten knurrend an den Hosen zog. Das macht er sonst nie. Normalerweise ist er so ein kluger Hund, murmelte Benny. Dann schnappte Blitz einen Teil des Wasserschlauchs. Er rannte damit zwischen die Feuerwehrleuten umher. Feuerwehrmann Tim drehte sich mit einer Leiter auf dem Arm um und stolperte über den Schlauch. Dabei stieß er gegen Feuerwehrmann Alex. Das Wasser aus Alex' Schlauch schoss auf Feuerwehrmann Albert, dass der auch stolperte. Es sah aus wie fallende Dominosteine. In all dem Trubel bemerkte Benny etwas, das sonst niemanden auffiel. Er folgte dem Blick seines Hundes zum Dach des Museums. Blitz wollte gar nicht spielen, rief Benny. Er wollte uns warnen, da oben auf dem Dach ist auch noch ein Feuer. Jungs, zielt mit eurem Schlauch auf das Dach, rief Hauptmann Bart schnell.
Die Feuerwehrmänner richteten den Strahl auf das Museumsdach. Doch das Wasserdruck war nicht stark genug, um hinaufzureichen. Benny zitterte. Keine Sorge, sagte Hauptmann Bart und legte ihm die Hand auf die Schulter. Unsere Feuerwehr schafft es immer. Kurz darauf fand sich Benny mit Hauptmann Bart hoch oben im Himmel, wieder im Feuerwehrhubschrauber. Drück den Knopf da, rief Bart ihm zu. Benny zögerte keine Sekunde und Wasser schoss auf das Dach. Bald war der Brand endgültig gelöscht. Als das Feuerwehrauto zur Wache zurückfuhr, kam ihm Bennys Vater schon entgegen. Ein Feuer ist ausgebrochen, Papa, rief Benny. Ich habe geholfen, einen echten Brand zu löschen. Was? Rief Bennys Papa. Das ist ja unglaublich. Aber es stimmt, sagte Hauptmann Bart. Wir hätten das Feuer ohne Benny und Blitz nicht im Griff bekommen. Ihr könnt jederzeit wiederkommen und uns besuchen, sagte er zu Benny. Außerdem habe ich noch etwas für euch, bevor ihr geht. Der Hauptmann zog zwei Medaillen hervor. Benny schaute sich die vom Blitz genauer an und sah, dass es ein Hundekuchen an ein Band war. Mit einem Haps hatte Blitz seine Belohnung verschlungen. Benny, sein Vater und Hauptmann Bart lachten alle gemeinsam. Ende.